Hey, schön, dass du wieder da bist. Ich bin Florian von Musikglück und jetzt stelle ich dir gleich unsere Rassel-Maracas vor. Genau, Rassel-Maracas deswegen. Sie rasselt und hat die Form von der Maracas. Maracas ist eine Bezeichnung von einem Musikinstrument. Die gibt es in verschiedensten Formen, groß, klein, so eiförmig und auch aus den verschiedensten Materialien. Und ich empfehle dir, auf was du achten solltest beim Kauf, dass du die Maracas aus Holz nimmst. Am besten regionales Holz, die ist zum Beispiel aus Buche, die bei uns in der Umgebung gefällt wird und dann für die Musikinstrumente verwendet wird. Achte darauf, damit das Holz möglichst unbehandelt ist. Ich mag es gern unbehandelt. Ich will meinen Kindern nicht so gern lackierte Sachen in die Hand drücken. Und die sollen einfach noch merken, wie sich Holz anfühlt. Meiner Meinung nach wissen die Kinder, auch manche Erwachsenen heutzutage, nicht so richtig, wie sich Holz überhaupt anfühlt. Dann halt zweiten Punkt ist die Verarbeitung. Ich würde darauf achten, damit alles schön glatt verarbeitet ist, dass die Kanten gebrochen sind, also abgerundet sind, sodass sich die Kinder auf keinen Fall verletzen, wenn sie das Musikinstrument in die Hand nehmen und man die einfach bedenkenlos damit spielen lassen kann. Hier ist jetzt alles der Fall, natürlich. Wenn ich dafür stehe und das auch meinen Kindern nur so gebe, dann möchte ich das bei Musikglück auch so weitergeben und dann dir als Erwachsener natürlich auch die Möglichkeit geben, dass du sowas für deine Kinder auch findest. Genau, die Funktionsweise von der Maracas, ach so, gibt es auch noch in Plastik zum Beispiel, sehe ich auch oft, bin ich jetzt auch kein Fan davon. Genau, ich bin eher der Holztyp. Und genau, jetzt zur Verwendung, super einfach zum Spielen, deswegen hat es so einen Griff, so leicht geschwungen. Schmiegt sich also auch den kleinen Kinderhänden super an. Klar, in Erwachsenenhände passt rein, passt auch schon in kleine Babyhände rein. Und dann einfach in die Hand drücken und machen lassen. Du wirst es dann schon merken, gibst es in die Hand und die werden da hier wie wild hin und her rasseln und das Teil bewegen. Und so geht es schon los mit den Klängen erforschen. Ich würde ihnen auch keine Grenzen setzen, lasse einfach damit machen. Genau, bei Babys auch super, wenn sie es dann halt greifen können. Vom Gewicht ist es ein bisschen schwerer. Wenn Sie es greifen können und heben können, dann können Sie das natürlich auch mit verwenden. Dann werden Sie schon ihre ersten Klänge erfahren am Ohr. Natürlich schön leise auch, so dass es auch passt bei Babyohren. Wenn man natürlich dann stärker raschelt, kommen auch mehr Töne raus, was dann für die größeren Kinder wieder interessant ist. Sonst macht es ihnen gar keinen Spaß, wenn es nicht laut ist. Und genau, so angreifen. Du kannst auch so angreifen oder doch vorne an der Kugel. Dann ist der Ton ein bisschen gedämpfter. Und so einfach damit rumspielen. Genau. Probier es so ein bisschen über den Arm zu machen. Und dann kannst du auch schon versuchen, so ein paar Rhythmen mit einzubauen. Rhythmen erzeugst du, indem du so geschmeidig hin und her raschelst und dann auf einmal stoppst, also so harte Stoppbewegungen machst. Und das dann einfach in verschiedenen Abständen hintereinander und dann wirst du schon sehen, wie sich so automatisch diese ersten Rhythmen entwickeln. Genau, so anfassen oder rollen für Kinder. Ist auch super für motorische Übungen, gerade für Kindergarten, Montessori, Kinderkrippe. Dort lassen sich die überall super gut mit einbringen. Jo, auch so eine Anschaffung fürs Leben, fürs Kind. Also einmal im Babyalter kaufen, hält wahrscheinlich bis 18. Und genau, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß damit. Schau dich auch um bei unseren anderen Musikinstrumenten im Musikglück-Shop. Wir haben noch super tolle andere Instrumente. Und natürlich haben wir auch die passenden Ideen für die Instrumente. Falls du als Erwachsener, wie ich auch manchmal, nicht ganz so kreativ bist und dir vielleicht auch manchmal die Ideen fehlen oder auch die Erfahrungen mit Musikinstrumenten, deswegen halt so eine kleine Hürde vielleicht drin hast in dir, schau dich gerne mit um. Wir geben dir dann ein paar Instrumentenideen mit und Umsetzungsideen. In Form von kleinen Kärtchen, in Form von Videos. Und dort findest du im Grunde alles, um dich mit deinen Kindern musikalisch zu beschäftigen. So, also viel Spaß damit. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder und bis bald, dein Florian.